Am Dienstag habe ich im Losungsbüchlein einen bemerkenswerten Satz gelesen, aus dem Propheten Jeremia Kapitel 2. Das alles hast du dir doch selbst bereitet, weil du den Herrn, deinen Gott, verlässt, so oft er dich den rechten Weg leiten will. Das hört sich an wie eine Antwort auf eine Frage und ich habe überlegt, was für eine Frage könnte dahinter stehen. Vielleicht die Frage, warum geht es mir so, wie es mir jetzt geht? Warum geht es mir so schlecht? Und der Prophet antwortet, das hast du dir doch alles selbst bereitet, weil du den Herrn, deinen Gott, verlässt, so oft er dich den rechten Weg weisen will. Ich denke an eine Situation, da ist jemand starker Raucher, jahrelang. Und eines Tages wird bei ihm Lungenkrebs festgestellt. Und jetzt ist er wütend und er jammert und er klagt und er sagt, warum muss mir das passieren? Er geht zum Hausarzt und er beschwert sich bei seinem Hausarzt. Und der Hausarzt hält einen Moment inne und dann schaut er ihn ernst an und sagt, Mensch, das haben Sie sich doch selber zuzuschreiben. Wie oft habe ich Ihnen gesagt, hören Sie auf mit dem Rauchen. Aber Sie haben nicht auf meine Worte gehört. Sie haben einfach weiter geraucht. Harte Worte, oder? Aber manchmal, glaube ich, braucht man so eine harte Kante. Manchmal braucht man das, dass jemand einem klar die Meinung sagt. Denn vielleicht ist es noch nicht zu spät. Vielleicht ist es noch Zeit, etwas zu verändern. Und so ist es auch mit dem Volk Israel. In dem Losungsvers von Dienstag sagt der Prophet Jeremia dem Volk, das Land ist verwüstet, die Städte ist verbrannt, Israel ist verlassen. Und ihr fragt, warum passiert uns das? Ihr beschwert euch? Mensch, es ist doch eure eigene Schuld. Immer wieder hat Gott euch gewarnt und immer wieder seid ihr eigene Wege gegangen und habt nicht auf Gott gehört. Ich glaube, Jeremia meint das nicht schadenfroh oder besserwisserisch. Er leidet mit, Gott leidet mit. Und es bleibt die Hoffnung, vielleicht besinnt sich das Volk ja. Vielleicht ändert das Volk den Lebensweg und kommt zurück zu Gott. Ich habe überlegt, dass dieser Satz uns heute in Frage stellt. Warum geht es mir gerade so schlecht? Vielleicht fragst du dich das ja. Warum erlebe ich an dieser einen Stelle Frust oder Angst oder Streit oder Stress? Warum scheitern Beziehungen? Warum bin ich unglücklich? Warum klappt mein Leben nicht so, wie ich es mir gerade wünsche? Und ich höre diese Worte von Jeremia als Frage an mich, als Frage an dich. Kann es sein, dass Gott mich, dass Gott dich schon immer wieder ruft und sagt, Mensch, das ist der richtige Weg. Und wir wissen es, aber wir tun es doch nicht. Wir entfernen uns von Gott. Kann es sein, dass du Dinge tust, von denen du weißt, dass sie nicht in Ordnung sind, aber du willst nicht auf Gott hören? Das ist keine Anklage, das ist auch keine Verdammung, aber es ist eine Analyse. Kann es sein, dass du Wege gehst ohne Gott? Vielleicht trifft dich da dieses Wort. Ein Kapitel später bittet der Prophet Jeremia, das Volk Israel, ganz eindringlich, kehrt doch um, kommt doch wieder zurück zu Gott. Und vielleicht ist das auch das Wort Gottes an dich heute. Kehr doch um, komm doch wieder zurück zu Gott. Du weißt doch, was richtig ist. Du weißt, was Gott sagt. Hör doch wieder auf Gottes Wort. Denn das alles hast du dir doch selbst bereitet, weil du den Herrn, deinen Gott, verlässt, so oft er dich den rechten Weg leiten will. Herr Jesus Christus, gib uns doch die Kraft, zu dir umzukehren, auch heute. Das zu tun, von dem wir wissen, dass es gut ist. Amen.